Heute Morgen haben wir ein weiteres Fohlen von der Firma Mojo, und zwar das Araberfohlen. Araber hatten wir schon drüber gesprochen, gibt es in verschiedenen Zuchtrichtungen, Vollblut-Araber und auch Einkreuzungen. Es ist eindeutig als Araber gekennzeichnet, also nicht als Vollblut-Araber. Blöde bedeuten, alle Farben wären zugelassen und ja, es sollte nur ungefähr arabermäßig ausschauen. Ich weiß nicht, ob ich dieses Fohlen jetzt auf Anhieb als Araberfohlen erkannt hätte. Wahrscheinlich nicht. Ich muss auch gestehen, ich fand es am Anfang ein bisschen unglücklich von der Haltung her. Aber das Thema ist ja natürlich, Fohlen sind teilweise sehr stark. Sie machen Bewegungen, die man normalerweise bei einem Pferd nicht so kennt, weil sie probieren es halt aus. Es ist vorne eine andere Gangart als hinten. Es wird der ganze Körper zusammengeschoben. Von daher wahrscheinlich doch schon sehr passend für ein Fohlen. Es ist niedlich gemacht sonst. Es hat eine schöne weiße Blässe oben, so eine kleine Blume. Wie immer schwarze Augen, schön glänzend gemacht, ein dunkles Maul. Es ist übrigens ein Fuchs, falls ich das nicht erwähnt habe. Ich glaube, ich habe es nicht erwähnt. Mähne und Schweif sind ein Tick dunkler als der Rest des Körpers. Aber man sieht auch hier, die Ohrspitzen sind in der gleichen Farbe wie die Fellfarbe. Also eindeutig ein Fuchs. Drehen wir ihn nochmal hier rum, dass man ihn nochmal sehen kann. Ich stelle ihn mal so hin, dass man ihn besser sehen kann. Aber es sind relativ gute Fotos zu sehen. Man sieht hier an der Schulter, da ist das Tierchen hier. Das war das, was ich ein bisschen komisch fand. Aber ich habe mir dann Fohlenbilder angeschaut und fand schon ein paar Bilder, wo ich sagte, naja, das Fohlen sieht fast genauso aus, wie es da gerade läuft. Weil es ist ja eine Momentaufnahme und wer weiß, was gerade als nächstes kommt. Vielleicht einen Stopp und dann wird nach oben, wird leicht gestiegen und gebuckelt, wie es halt bei kleinen Fohlen so üblich ist. Es darf nicht umkippen. Es steht gut, wenn man es richtig hinstellt. Nicht so, wie ich immer so grobmotorisch bin. Das war es dann schon zu dem kleinen Tierchen. Und wir hoffen, dass es gefallen hat. Dass es vielleicht doch ein bisschen auch ein paar mehr Liebhaber findet. Auf jeden Fall könnte es gut zu einer Mutter passen. Es braucht eine Mutter. Damit allen einen erfolgreichen Tag und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Happy Collecting!